Servus zusammen, willkommen zu einem neuen Video zu Pauls Technikwelt. Ich war endlich im Fitnessstudio und habe mir hier mal einen Auszug machen lassen von meiner, ja, Körperanalyse. Und diese Werte werden wir nun endlich mit der Body Comp und auch mit den Werten von der Body Scan vergleichen. Legen wir los. Bevor wir loslegen, kurzer Disclaimer: Alles, was ich hier natürlich sage, ist jetzt nicht verifiziert oder sonst irgendwie, sondern es ist einfach meine semi-professionelle Meinung, beziehungsweise einfach wir zusammen schauen in die Werte rein, schauen, was hat die Waage im Fitnessstudio gesagt, die Körperanalyse, und wie sind die Werte hier von der Withings-Waage. Ja, das ist einfach nur mal ein Vergleich. Ich habe auch den Withings Support angeschrieben. Ich mache euch das unten in die Videobeschreibung mit rein, was die geschrieben haben. Dass wir einfach mal durchgucken und schauen, kommen denn die Werte ungefähr hin oder liegen die Werte völlig daneben? Und das schauen wir uns jetzt an. Wie immer, wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr und unterstützt auch meinen kleinen Kanal. So, also, kurz zur Story. Ich habe ja schon lange die Withings Cardio-Waage. Ich habe dann die Withings Body Scan getestet, ungefähr einen Monat, und habe mir aber privat die Withings Comp gekauft. So, und die ganze Zeit waren die Frage, ja, wie genau sind denn jetzt eigentlich die Werte? Und ich mache es so: Ich scanne das hier ein, das Bild, und mache es oben mit rein. Dann könnt ihr die Werte euch anschauen und wir gehen zusammen in die App rein und vergleichen jetzt einfach mal die Werte. Ich würde es so machen: Im ersten Step gehen wir mal auf die normalen Werte von der Body Comp Waage und danach schauen wir nochmal, was die Body Scan einzeln für Werte gebracht hat, und die vergleichen wir dann auch noch. Also fangen wir an und schauen uns die Werte an. Wir gehen zuerst auf die Werte der Body Comp Waage ein. Ich habe hier mich am 18.04. abends gemessen im Fitnessstudio. Sollte man idealerweise morgens machen, wenn man nichts gegessen hat, aber ging nicht anders. Und jetzt schauen wir mal hier. Ich habe vom 17.04. Tag vorher morgens mich gemessen mit der Body Comp Waage. Wie gesagt, da ist eine gewisse Variation drin, aber jetzt innerhalb von einem Tag auch keinen Unterschied von 5 Kilo. Nur damit ihr da Bescheid wisst, schauen wir rein, seht ihr Fett 14,4 bei der Body Comp und hier haben wir bei der Körperfettanalyse vom Fitnessstudio 12,3, also ungefähr 2% Unterschied. Finde ich aber, liegt in der Range. Ich habe auch mit dem Trainer gesprochen im Fitnessstudio. Er sagt, diese Körperfettanalysen, diese Waagen sind nie 100% akkurat und es kommt halt immer drauf an, hat man was gegessen, zu welchem Zeitpunkt misst man. Also da ist immer ein 2-3% Unterschied, sind völlig normal. Deswegen würde ich sagen, der Wert passt. Dann kommen wir zum Muskelanteil und hier schaut das Ganze schon ein bisschen anders aus. Ich habe hier einen Muskelanteil von 81%, ja, also Bodycom gibt das ein Prozent an, und hier habe ich aber 32 Kilo Muskelmasse, und wenn man natürlich das jetzt mal in Prozent ausrechnet, sind das knapp 50%, also deutlich weniger als was die Bodycom Waage angibt. Was hat es damit auf sich? Ich habe dann den Wisting Support geschrieben: Hey Leute, normalerweise liegt auch bei einem Durchschnitts Menschen irgendwo der Muskelanteil bei 50, 60%, sowas, ja, in der Range. Warum ist denn das bei der Bodycomp so hoch? Dann haben die mir geschrieben: Ja, also generell erstmal, wenn ihr euch messt mit der Withings-Waage, immer am besten nach der Dusche, weil dann eure Füße noch etwas feuchter sind und dadurch ist die Messbarkeit besser, ja, weil einfach die Leitfähigkeit eurer Füße ist dann besser. Deswegen generell erstmal immer nach der Dusche idealerweise sich messen. Natürlich die Füße trotzdem vorher abtrocknen, ja, aber sind trotzdem noch ein bisschen feuchter als davor. Okay, dann haben sie gesagt: Ja, aber bei der Withings ist es so, dass bei der Muskelmasse nicht nur die Muskelmasse, sondern eben auch Blut und die Organe mit dazu zählen, und deswegen kommt man auf diesen höheren Wert. Warum das so ist, haben die nicht geschrieben. Ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht nicht anders abbildbar ist, aber deswegen habt ihr einfach einen höheren Wert. Jetzt kann man sagen: Ja, das ist doch blöd. Ja, kann man sagen. Auf der anderen Seite, wenn man das weiß, ja, man hat konstant, also ich zum Beispiel, kann trotzdem, das ist ja das, was ich immer sage, vergleichen. Jetzt habe ich 81,3. Was ist denn in 2 Monaten? Habe ich dann vielleicht 83%? Dann sehe ich ja trotzdem einen Verlauf, weil meine Organe und auch mein Blut, das Verhältnis, das wird ungefähr immer gleich bleiben. Was sich verändert, sind die Muskeln. Das heißt, ihr habt trotzdem auch den Trend, und ob der jetzt nun 81 steht oder 61% und dann in 2 Monaten dann 63 und 83% bei der Withings, ist ja eigentlich egal. Deswegen wichtig zu wissen: Warum ist der Muskelanteil so hoch bei den Withings-Wagen? Weil da eben Blut und Organe mit drinne sind. Einfach on top. Wenn man das aber weiß
und sich dessen bewusst ist, man trotzdem den Trend kann man ja trotzdem dann beobachten. Also, ne? Aber das ist wichtig zu wissen, das ist bei diesen Wagen so. Genau, weil hier, wenn ihr wie gesagt reinschaut, ist das natürlich weniger, weil diese Wagen halt vielleicht dann wirklich nur die Muskeln messen. Ja, das ist wie gesagt Disclaimer, meine semi-professionelle Aussage hier. Wenn ihr dazu mehr wisst, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Wir können auch gerne darüber diskutieren. Aber ich wollte es halt einfach mal herausfinden und das habe ich für euch gemacht. Ja, ich schreibe euch auch die Withings vom Support. Die Antwort kopiere ich euch unten nochmal in die Videobeschreibung rein. Schaut da nochmal rein. Und Withings hat eine eigene Range, wie ungefähr die Muskelmasse sein soll. Ich habe da reingeschaut und ich liege da völlig im Durchschnitt. Ja, also die Werte sind so gesehen korrekt. Jetzt gehen wir nochmal zurück zur Body-Scan-Waage. Wichtig zu wissen, die Werte sind vom Februar und ich bin jetzt hier im Ende April, Anfang Mai. Da ist natürlich eine gewisse Variation jetzt drin, aber einfach mal gucken, ob es ungefähr passt. Und wenn wir jetzt hier auf den Muskelanteil gehen, haben wir hier 6,8 oben. Wir schauen uns das hier wieder auf dem Blatt an. Da haben wir 3,2 plus 3,2. Siehe da, 6,4. Das kommt sehr gut hin. Dann unten haben wir noch die Beine 18,7. Hier haben wir 8,9, 8,9. Also sagen wir um die 18. Auch das kommt hin, ja, das passt. In der Mitte haben wir hier 30,4 und von der Waage in dem Fitnessstudio 25. Okay, hier sind 5 Kilo Unterschied. Woher die Unterschiede kommen, einfach wahrscheinlich von der Messung her. Also da ist eine gewisse Variation drin. Aber ich wollte euch die Werte zeigen und das mache ich jetzt hier. Was ihr damit dann anfangt, ist natürlich auch ein Stück weit eure Sache. Genau. Fettanalyse ist ein bisschen schwieriger, weil Fett wird hier in Prozent angegeben. Hier steht irgendwas mit 50% und 81%. Wenn ihr da wisst, was das Fettmasse-Prozent-Auswertung, also ich habe ja keine 50% Fett an den Oberarmen. Also ich lasse es einfach mal so stehen. Das sind die Werte von der Fettanalyse. Ihr könnt es euch hier anschauen, was die Waage hergibt vom Fitnessstudio und was hier die Body-Scan zeigt. Genau. Gut. Das einfach mal so zu. Ich wollte euch die Werte zeigen, das habe ich hiermit getan. Vielleicht kurz nochmal eine Zusammenfassung. Wenn, oder vielleicht vorab, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas unklar ist, schreibt es in die Kommentare rein. Ich mache euch den Withings Support, die Antwort nochmal unten rein. Ich habe euch jetzt einfach mal die Werte gezeigt. Ja, man hat gewisse Abweichungen, aber wenn wir jetzt mit der Bodycom gucken, Fett stimmt, Muskelmasse wird einfach bei der Withings Waage anders errechnet und die segmentale Zusammensetzung bei der Body Scan, zumindest was die Muskelmasse angeht, schaut das sehr, sehr ähnlich aus. Aber wie gesagt, auch diese Waage im Fitnessstudio ist nicht 100% genommen, hat immer gewisse Abweichungen. Deswegen, um ein Fazit jetzt zu bringen, um es kurz zu machen, man hat einfach nicht eine 100%ige Genauigkeit, das gibt es nicht. Aber wer den Trend, und das ist wirklich das Entscheidende, wer den Trend langfristig tracken will, der ist mit der Bodycom-Waage oder auch mit der Bodysmart-Waage, mit der neuen oder auch mit der Bodyscan-Waage, macht man da nichts verkehrt. Meine Meinung. Wenn ihr sagt, nö, ist totaler Quatsch, weil ich hier sage, die Werte stimmen ja vorne und hinten nicht. Okay. Für mich als semi-professioneller Sportler, also ich gehe hobbymäßig joggen, trainieren und so weiter, für mich völlig ausreichend, für mich auch ausreichend die Bodycom-Waage, weil ich einfach meinen langfristigen Trend erkennen kann und ich weiß jetzt zumindest mit dem Fitnessstudio, dass mit der Bodycom Waage die Werte, dass es okay ist. Also es ist jetzt nicht völlig daneben. Ja, muss man einfach hier so sagen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare immer rein. Ich freue mich auf Feedback. Wie gesagt, kein professionelles Video, einfach nur meine Meinung, einfach nur mal ein kurzer Input dazu. Ich hoffe, das hilft euch auch bei der Kaufentscheidung. Ansonsten, es gibt auf YouTube auch andere, die wirklich professionell das Ganze auch testen mit Withings-Wagen. Wenn ich dazu was finde, mache ich es euch auch nochmal in die Videobeschreibung mit rein. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Hat mich sehr gefreut und macht es gut. Bis bald. Ciao.